Überlasst die Umgebung der Festung uns. Wir schließen dann bald zu euch auf. Schwester. Auch wir müssen los. Ja. Es ist unglaublich, dass ich an deiner Seite kämpfen kann, Sidon. Du hast dich großartig gemacht. Genau. Nun, erst einmal sollten wir uns auf den Kampf konzentrieren. Du bist bereit, oder? Aber natürlich. Genau, so sieht's aus. Und jetzt los! Und zack. Und fort mit euch. Wächter. Sehr schön. Dankeschön. Aber wir müssen wahrscheinlich auch noch uns mit Wächtern rumschlagen. Nehme ich mal an. Okay, da gibt es diesmal kein Zeit mehr. Bitte, wir können uns so viel Zeit nehmen, wie wir wollen. Und wir können auch den Weg kennen. Und für einen Weg entscheiden. Oh. Hey, bekommen wir aber auch die Items von denen? Das wäre schon cool. Nein, leider nicht. Okay, den Wächter müssen wir selbst bekämpfen. Schluss jetzt. Aber den können wir erledigen. Von den Krux. Ah, der verliert seine Beine hier. Krasse Kacke. Er hat mich getroffen, schade. Aber passt schon. Wir erledigen den ganz schnell. Bam. Und da bekommen wir jetzt seine Bestandteile. Ja, sehr schön. Leider Gottes aber kein antiker Reaktorkern, so wie ich es gerne hätte. Also, sollte dem kein Riesenkern, würde ich sagen. Der nächste Wächter. So. Nehmt den. Als Riese gehen wir auch ganz schön ab. Und da verliert er schon wieder seine Beine komplett. Er ist ja wieder bewegungsunfähig. Krasse Kacke. Ja, und der Wächter geht schnell down. Bam. So, wir kommen auch langsam dem Ziel näher. Ich würde sagen, er ist hier. Okay. Er ist bereits bei einem der Ziele angelangt. Wenn wir schon dabei sind, ne? Okay. Ja, Rivale darf mit seinem neuen stärkeren Bogen abgehen hier. Woo! Und da ist er schon, der Führer. Es sind sogar schon silberne Boblins. Na komm schon, mach ihn down. Und das wär's. Sehr schön. So viel mal dazu. Und bam. Jetzt erreicht der Soundtrack seinen Höhepunkt, hä? Okay, so viel mal dazu. Und jetzt schnell. Ein Eispyromagus ist in der Nähe. Und den will ich auch noch bekämpfen, weil ich habe jede Menge Eisattacken.
Oder nur so ein Feuer, was ich verbraucht habe. Aber also, Feuerpyromagus ist auch da. Generell glaube ich, dass diese Gegner nur dazu da sind, dass man, hier seine jeweiligen Elemente wieder auffüllen kann. Zu mehr sind sie nicht da. Ja. Ich brauche einen normalen Pyromagus, also einen Feuerpyromagus. Obwohl Pyro hat ja schon was mit Feuer zu tun. So. Im Fluge bin ich doch ein bisschen besser dran. Ui, da werden wir schon bombardiert hier. Kommt her hier. Zack und Bam. Es tut so gut. Die Silber-Bob-Blinz, die waren schon wirklich eine harte Nuss in Breath of the Wild. Jetzt bin ich gespannt, wie das in Breath of the Wild 2 noch werden wird. Aber da müssen wir eh schon länger drauf warten, weil das Spiel wurde ja verschoben. Aber ich finde es auch gut, wenn es so rein um die Qualität geht, der bei aller Liebe bitte verschiebt ist. Ich habe ja schon mehr als genug davon, dass der alte Standard bei Videospielindustrie sein soll, dass wir, also bei AAA zumindest sogar, dass wir lieber für schnelles Geld gespart wird, bis zum geht nicht mehr und also die Qualität darunter, also nur für schnelles Geld, die erstmal unfertige Produkte rauskommen. Ich habe wirklich schon die Schnauze voll von diesem aktuellen Standard. Kann ich echt nicht ab. Und ich bin froh, dass da Nintendo doch noch zeigt, dass sie ein bisschen solidarisch sind. Nintendo hat nach wie vor immer noch ihre aktuellen Probleme, die sehr zu Recht kritisiert werden. Aber ich bin froh, dass sie auf jeden Fall auf Qualität hier setzen. So, wie geht's jetzt hier weiter? Ich wollte jetzt eigentlich mal... Moment, ich muss meine Karte vergrößern. Ah, nein, da ist noch Abstand. Also hier komme ich nicht mehr hin. Aber gut. Da müsste ich, was ich jetzt noch sagen wollte. Wie gesagt, ich bin froh, dass Nintendo... Also, nach wie vor haben sie ja immer noch ihre Probleme, die man kritisieren kann. Aber ich bin froh, dass Nintendo sich wenigstens in dieser Situation noch halbwegs solidarisch zeigt. Und weiterhin auf Qualität setzt. Deren Spielen. Und dafür sorgt, dass das Spiel fertig rauskommt. Ihr könnt ja. Ein Croc. Wenigstens einen. Wir haben mehr Zeit bei dieser Mission. Wir können uns umgucken, so viel wir wollen. Das passt schon. So. Wo könnte ich denn sonst noch lang mit Trivali? Ich könnte höchstens auch noch auf der linken Seite mal gucken, ob da vielleicht noch ein Croc versteckt ist. Dass mich das auch noch hier trifft. Wer beschießt einen da regelrecht? Vielleicht ist doch hier ein Schatz. Wer weiß. Hier könnte irgendwas versteckt sein, aber hier ist leider nichts. Oh doch! Immerhin. Ah ja, 100 Rubine. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So. Gut, dann überlassen wir jetzt mal. Ja, dann machen wir weiter mit Robosa hier. Gut, wir sind weiter drin fest, um dies zu erobern gilt. Und Schluss mit euch. Es war auch letztes Jahr wirklich, weil ich wollte nochmal um das... Komm. Jawohl, hat noch gepasst. Es war letztes Jahr vor dem...
hat er schon Rekord geherrscht an unfertigen Spielen, die bei uns rausgebracht worden sind, und das war wirklich ein Riesenproblem. Ich habe das wirklich... Ich habe gedacht, ich spinne, als ich gesehen habe, wie viele unfertige Spiele letztes Jahr rauskamen. Es war einfach nur furchtbar. Und ich hoffe wirklich, dass sich das jetzt langsam widerlegt, weil ich meine, es gab nach wie vor immer noch viele gute Produkte letztes Jahr. Aber es gab schon, selbst bei einem Indie-Spiel gab es schon eine Situation, wo es unfertig rausgekommen ist. Aber das war halt aufgrund zu hoher Ambitionen für das Budget und die Größe, für die Größe des Budgets und des Entwicklerstudios. Ja. Da, die Rede ist natürlich von Five Nights at Freddy's Security Breach. Von der Five Nights at Freddy's Reihe, falls ihr davon nicht schon gehört habt. Das neueste Spiel ist leider Gottes auch extrem unfertig und verbuggt und glitchy rausgekommen. Was natürlich auch schade ist. So, da ist er was. Was ist denn da? Ein Feuerwächter. Den nehmen wir uns auch nochmal vor, wenn wir schon dabei sind. Oh, und schon sind wieder die ganzen Beine ab. Da tut mir fast schon echt leid. Und zack. Robos ist einfach nur die coolste hier. Antiker Riesenkern, danke, danke, danke. Sehr schön. Geil. So. So viel dazu. Kann ich froh sein, dass ich dorthin gegangen bin. Konnte ich mir noch einen antiken Riesenkern oben drauf holen. Ich mag, wie das hier klingt. Echt cooler Soundtrack. Er ist ja nicht ganz so rockig wie im ersten Hyrule Warriors Teil, aber... Gut, es ist auch mehr auf Breath of the Wild aus, wo es mehr Orchestermusik herrscht. Also so stille und ruhige Orchestermusik, wo es schon intensive dazwischen gibt. Aber wirklich, es gab in ersten Hyrule Warriors mehr so Rock-Varianten von bereits bekannten von bereits bekannten Legend of Zelda Musiktracks. So. Jetzt ist es wieder. Jetzt ist wieder der Priester dran abzugehen. Wo ist er? So, sehr schön. Und das wär's. Der Priester darf wieder abgehen. Herr Hauptmann ist verletzt. Okay. Dann müssen wir ihn jetzt zu Hilfe ein. Okay, wo muss ich jetzt lang? Oh. Okay, Mifa ist beschäftigt, hier zu heilen. Okay, ich würde schon sagen, also, wir sind hier fertig. Und dann können wir jetzt hier weitergehen. Stoßen wir vor. Am besten hole ich die anderen Charaktere auch gleich her, weil wir haben ja schon so ziemlich... Obwohl. Da ist eine weitere Markierung, aber wie gelangen wir denn dahin? Okay, dann müssen wir da runter, ne? Wir müssen durch das Tor. Da steht bereits Rivale richtig. Würde ich mal sagen. Aber wir gehen vorher noch sehr schnell zum Ende. Noch nicht. Warte noch, Zelda. Ja, kommen wir. Och, scheiße. Das Tor ist geschlossen.
Darf ich nicht fassen? Wieso dürfen wir da nicht durch? Gut, dann gehen wir halt jetzt. Warum sage ich Schloss Hyrule? Habe ich das vorher gerade erwähnt? Ich wollte sagen, zur Festung. Und ihr erobert die Festung jetzt nicht mehr. Ihr verpisselt euch ganz gewaltig, aber schnell. So. Okay, also. Obosa ist schon mal richtig. Dann schicke ich mal die anderen hierher. Wo ist er denn? Ach, er ist direkt bei uns. Und ein silberner Moblin. Haha, nice. Nice, dass es gut klappt hier beim Ausweichen. Ja, und in dem Moment werde ich getroffen. Typisch. So, voll aufgeladen und weiter. Okay, danke. Passt. Okay. Mehr Leute werden benötigt. Okay. Wie komme ich hin? Da. Ist eigentlich Revali hier? Ja, er ist hier. Ich bleibe bei Revali erstmals. Gut, dann gehen wir mal vor. Moment, wer ist da? Oh, der Feuerpyromagus. Sehr schön. Oh, der wird mit einem Spezialangriff besiegt. Sehr schön. So. Der Feuerstab ist wieder voll aufgeladen. Sehr schön. Zack. Geht mir alle aus dem Weg hier. So, jetzt aber schnell. Mipha, rücke vor, um den Soldaten zu helfen, bevor es zu spät wird. Kümmere dich nicht um die Gegner. Wir kümmern uns schon um sie. Und es ist schön, wenn wir hier Hilfe von... Wir kommen schon. Come on. Rücke vor, Mipha. Oh oh. Nicht gut. Oh. Och nein, auch das noch. Und noch ein schwarzer Hinoxon drauf. Na warte. Dann auch schnell den entfernen. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Komm schon. Ja, wir kommen ja. Oh oh. Shit. Haltet uns nicht auf. Ich muss auf die Energie achten, meine Kameraden. Kann ich noch mal... da. Steht gar nicht da, welche, wie viel Energie sie noch haben? Toll. Ich kriege nur... Ich kriege nur die Bilder von denen, aber ich krieg nicht die Energie. Come on. Verdammter blöder Hinox. Also ich ziehe eigentlich auf sein Auge, aber irgendwie wird seine Ausdauer nicht geschadet. Ups.
Sehr schön. Ja, das gefällt mir. Na komm her, du. Sehr schön. Noch Heilung obendrauf. Ja, 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 komm. Bricht die Ausdauer schnell und das wär's. So viel zu den Hinox. Eva, geh weiter, schnell. Der Sieg geht auf mein Konto. Ja, das ist er. Naja, zumindest zur derzeitigen Zeit, weil Theba mag ich fast noch lieber. So. Sehr schön. So viel zu den einem. Und jetzt schnell die anderen helfen. Wo müssen wir hin? Hier lang, ne? Ja. Hilfe ist unterwegs. Da muss gegen Simon Leute. Moblin kämpfen. Warum sage ich schon Leune? So. Sehr schön. Come on. Ach, Mann. Der Zuhauptmann ist auch hinzugekommen? Oder ist es der Zuhauptmann, der gerade... dem wir gerade helfen jetzt? Gut, aber wir haben es fast geschafft. Je mehr Verbündete, desto besser. So. Wie verheilt bitte den... ihn und jetzt... der Letzte. Natürlich, hier ist ein Leunen. Nein, das ist immer noch ein Mob. Alter, warum verwechsel ich denn mit einem Leunen hier? Den Typen. Lass gut sein. Come on. Aber wir haben es fast. Dann haben wir das auch noch erfüllen können. So. Kein Problem. Kein Problem. So, jetzt werden alle geheilt. So, sie soll sich eine Heilung gönnen. Der Priester auch. Moment, wo ist er denn hier? Na gut. Noch ein Wächter oben drauf. Aber der hat keine Chance. Und tschüss. So. Kann ich auch hier ein bisschen aushelfen. Obelo, gilt es jetzt zu retten? Gut. Sie dringen jetzt bereits vor. So, zeig mir bitte die Karte. Ich meine, wir haben, glaube ich, schon ziemlich gute Arbeit geleistet hier. So. Wir müssen da runter. Muss irgendwo eine Treppe sein. Nach unten. Oh! Super! Danke! Ja, immerhin zwei gefunden in dieser Mission. Gefällt mir. So, aber wo lang jetzt? Ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen verlaufen. Okay, die gehen ja auf jeden Fall die richtige Richtung. Dann hole ich nochmal schnell den Priester zu mir. So. Dann kommt er auch von selber. Ich bin aber tatsächlich jetzt wieder beim Kreis. Ah, Moment, ich sehe gerade.
müsste es weitergehen. Ne? Ich glaube, ja. Ich hoffe es. Nicht, dass ich jetzt schon wieder falsch bin. Wenn ich das jetzt dadurch die Mission schief geht. Vielleicht ist ja auch hier nur ein... Nee. Vielleicht bin ich hier doch richtig. Ohne Gnade. Come on. Anführer. Da ist er. Magnet. Und zack. Tja, du Stinker, du hast keine Chance. Und tschüss. Wow. 125 Rubine noch oben drauf. Sehr. Sehr schön. Ich glaube, vielleicht war das auch essentiell, hier das zu erobern. Luxusgeflügel. Und habe ich da 9 Stück gesehen? Krass. Gut, aber das war jetzt nur eine weitere Festung für uns. Das endet nach wie vor jetzt nicht. Endet natürlich jetzt nicht die Tatsache, dass ich jetzt hier immer noch nicht weiß, wie ich weiterkommen soll. Oh. Sie ist schon da. Oder so gut wie? Moment. Ist der über uns? Oh, bitte, ja. Ja. So viel dazu. Haben wir das jetzt auch geschafft? Der Wächter sieht besonders gefährlich aus. Ein Zornwächter, hä? Der klingt krass. Aber den kriegen wir schon auf die Reihe. So. Gleich nochmal. So. Nehmen. Den. Sehr schön. Da ist ihn umgelegt. Oh, nein, nein, nein. Puh. Komm, den Hammer fast. Oh, Daruk, da ist er. Sehr schön. Alter, da gibt Stuff hier. Schleichglöckchen. Das wird auch noch benötigt irgendwo. Wo ist da ein Gegner? Oh, da ist er. Ach, gerade jetzt, das ist ein bisschen blöd gerade. Zum Glück haben die anderen Karte ja bereits zum richtigen Ziel gefunden, weil ich hätte da beinahe jetzt mich ein bisschen verlaufen. Jetzt reicht's. Ich wollte eigentlich beide gleichzeitig treffen, aber sehr schön. Nice one. Komm her, du. Du kriegst deine Waffe wieder zurück, mein Freund. Oh, das hat ihn auch gleich erledigt.
Okay, so viel dazu. Alter, hier findet man wirklich einen Haufen Rubine. In jeder Kiste. Okay, das ist ein Tisch. Kann man nichts damit anfangen. So, jetzt aber. Voran. Okay. Das ist eine Metallkiste. Oh, hier!